Hallo Leute, mein Name ist Sozial Insock und damit herzlich willkommen zurück zu Muten. Diese Woche ist Muten dran und heute seht ihr schon, ist kein neuer Vater am Start, sondern einer, der auf die Liste dieses Jahres noch ist und uns im letzten Part eine ganz schöne Überraschung beschert hat. Ich rede natürlich von Wanda und mit genau der spielen wir heute. Also, los geht's. Und gleich mal ein Keim in die Käse. Na klasse, kann das überhaupt Wanda? Wow, eine blaue. Mir gefällt hellblau. Kann die überhaupt springen? Ist die Frage. Rennt von der Fee weg. Nein, kann sie nicht. Sie kann nicht runter. Das heißt, kleine Käse funktioniert mit ihr nicht. Das war natürlich Pech. Aber ein Käse, was von einem Fee baut, alles klar. Von allem, das ist so ein kleiner Nebencharakter von Mario Series. Na gut, nicht so wie Waluigi, der mein Gegner ist, aber naja. Wir haben wieder die hellblaue. Ich mag diese Farben. Ja, Waluigi. Wow, eine Fledermaus. Erinnert mich ein bisschen in Thema Moveset an ein mögliches Moveset von Lip. Auf jeden Fall, die ist so eine Mario Maker Kombination, wie ich schon im letzten Part erwähnt habe. Nur ein bisschen anders und wow, ich habe eine Ulti entdeckt. Aber dieser Charakter wurde nur ein einziges Mal genutzt. Und zwar in irgendeinem Spiel, wo ich gerade den Namen nicht weiß. Auf jeden Fall musste da Mario mit einem Topf geleitet werden von ihr. Per Maussteuerung damals. Es gab eine Maus in einer Konsole, wo es auch Mario Paint gab. Und keine Ahnung, wie das damals gemacht wurde. Diese Fledermaus ist ja mega stark. Das ist ein reiner Grab-Move. Oder diese Hochkanten, auch nicht schlecht. Aber die Fledermaus ist echt OP. Na gut, sie ist nicht OP, aber sie ist gut als Angriff. Kommt darauf an, wie die KP des Gegners sind. Oh, ich hab ihn nochmal und weggebissen. Okay. Ein Fass drauf? Alles klar. Wanda ist ein Natural Mario Character. Not a from very old. Sie. Serious. Ah, das war so eine Anspielung an die Lip Series, alles klar. Und wir haben eine Glitzsonne gezogen. Also auf jeden Fall musste man im Spiel immer so verschiedene Rätsel lösen, wo Mario so einen Topf auf den Kopf hatte, den sie auch immer in der Startanimation zeigt. Auf jeden Fall war Wario immer der Schurke dort und ja, keine Ahnung, wie das Spiel nochmal hieß oder so. Auf jeden Fall kommt die da raus und mehr weiß ich nicht über diesen Charakter. Das ist natürlich jetzt eine Glücksrunde, da brauchen wir nicht groß zu kämpfen. 06 kann ich. Hau ab. Und tschüss. Und schon wieder ein Fass voller Kanne drauf. Old Parents. Keine Ahnung. LOL! Jetzt treten wir gegen Mario an. Wanda soll doch Mario helfen und nicht Mario bekämpfen. Oh shit! Matrix Mario! Der hat einen Special Move. Ich muss aufpassen, der kann Matrix Moves. Den sollte man nicht unterschätzen. Der ist voll in der Matrix. Gut, dass Wanda fliegen kann. Ja,
Wow, das ist ein Neu-Ulti gewesen. Aber Matrix Mario ist leider ein ganz anderes Kaliber als der normale Mario. Ich habe leider richtig Pech, dass ausgerechnet Matrix Mario gewählt wurde vom System. Von allem, das ist ein Rare-Charakter. Der spawnt nur ganz selten, dieser Mario. Die Chance ist sehr gering, Matrix Mario als Gegner zu ziehen. Von allem, wenn man ihn spielen möchte. Diese Fledermaus ist wirklich Gold wert bei ihm. Oder ist es ein Unten-Move? Ich komme nicht mal weg. Da gerade passiert, ich hab kurz einen Moment nicht auf den Bildschirm geachtet. Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir gegen Matrix Mario leider keine guten Karten und müssen neu eine Runde starten. Interessant, dann nehmen wir jetzt die Endpose. Das war leider Pech, aber naja, was sollen wir machen? Matrix Mario ist eben ein anderes Kaliber. Dann haben wir jetzt Pokétail Sense. Okay, los geht's. Auf einer passenden Stage. Diese Fledermaus ist echt ein Segen für den Charakter. Und das Skelett haben wir sowas von K.O. gehauen. Zeit ein zweites Mal das Pokémon auf 0 KP zu bringen. Und sein Trainer gleich mit. Ich weiß jetzt nur noch mit der Fledermaus an. Und abgeräumt. Interessante Sätze, die da stehen. Oh nein, Foxy! Ach du, das Geld. Jumpscare-Warnung. Im Final Corridor. Wanda besitzt auch irgendeinen Move, der den Nuke auslösen kann, der aber auch die Hälfte der KP abzieht. Und dieser Schutzeimer ist gut. Aber ich glaube, gegen Foxy habe ich keine Chance. Oh shit. Damn it. Round two, fight. Gegen Foxy habe ich keine Chance. Wander. Au, ei. Aua. Ja, keine Chance. Dieser Foxy ist zu gut gemacht. Oh, crap. Oh.
Und da bin ich schon wieder raus. Ein Versuch machen wir noch. Oh nein! Ach komm! Nightmare Sparkle! Okay, danach gibt's noch einen Versuch. Nightmare Sparkle gilt nicht. Das ist ein bisschen sehr unfair. Ja, keine Chance. Ich glaube, ich beende den Part gleich, denn... Also den Part nicht, sondern den Kampf. Denn es macht keinen Sinn, der Gegner ist einfach zu stark. Okay, wir haben jetzt Lucia Schlappohr. Oder Darnpool, der auch hier genannt. Im Englischen. Kein allzu starker Kämpfer, aber dafür extrem schnell. Und den ersten Run habe ich gewonnen. Round two, fight. Die zweite geht ab. Übrigens ist Wanda ein 4-Button-Charakter wieder. Also Controller unterstützt. Und ja, man kann Mutant auch mit dem Controller spielen. Und da habt ihr schon gesehen, die mag ja nicht gut animiert sein und so, aber die ist blitzschnell. Schneller als Sonic. Wenn die will. Nur das CPU-Prinzip ist nicht sehr gut programmiert worden. Und tschüss. Interessant 6. Oh nein, Tiki. In der Melee-Stage. Ich muss das schnell regeln, bevor sie ihren Ritter zur Hilfe holt. Deswegen hole ich mir die Fledermaus zur Hilfe. Ich aufnehme auf! Typische Störungen meines Vaters zerstören immer mein Gameplay. So, jetzt kehren wir den Spieß um. Du hattest einen Angriff. Boost aufgrund der Störung, aber das war's. Oh nein. Damn it! Aua. Und aufgrund dieses dummen Störung verliere ich. Naja, gehen wir in den Watch-Modus. Ja, und da eben Wanda und Mario ein Team sind. In dem Spiel sind auch die beiden diesmal das Team hier. Aber gegen welche zwei antreten? Eigentlich hätte ich Super Mario Maker Mario wählen sollen.
sagen, wir treten gegen Teams an. Und zwei Teams sind zum Beispiel die beiden Riven City Girls. Auf einer Mario Stage, besser gesagt einer Mario 64 Stage. Ja, ich habe keine passende Stage zu dem Charakter gefunden. Sieht nicht gut aus für Wander. Aber jetzt von Mario ab. Nein, das ist so eine Art wie vor Mario. Und die Uhr tickt zum Finale. Diese Runde. Green City Girls bauen ganz schön ein. Eieiei, die zweite Runde geht wohl an sie. Ja. Außer sie zieht schöne Gatsby. Oder so ein Angriff. Die Glocke ist weit. Und Tau. Die Raven City Girls gewinnen diese Runde. Dritte Runde und los geht's. Und weggeräumt. Und nein, sie verwandelt sich extra für diesen Move in ihre Normalfarben. Mit dem Bohrer. Und anscheinend geht der Kampf an Team Mario. Ja. Die Sonne geht an Team Mario. Dann wollen wir Team Mario mal ein nächstes Team geben. Welches Team ist das nächste? Ich würde sagen... Team Naruto kümmert sich jetzt um ihn. Und los geht's. Mal gucken, ob Team Naruto bessere Chancen hat. Sasuke ist ja echt gemein mit dem Moveset. Und Team Naruto scheint 100 mal besser zu sein als Team Mario. Ja, durch diesen Sasuke-Move. Volle Kanne drauf. Was ist denn mein Jutsu? Doppelgänger Jutsu. Oha. Das hat abgeräumt. Ja, die Runde geht eindeutig an Team Naruto. Tja. Team. Naruto hat die Runde gewonnen. Jetzt habe ich versehentlich einen Fehler gemacht. Ich resette kurz. So, welches Team machen wir jetzt? Ich würde sagen, Team
Classic, Kung Fu Man. Und Kung Fu Girl, Englisch. Los geht's. Der Kung Fu Man. Und das Kung Fu Girl lädt sich auf. Au! Zeituhr schon wieder. Kung Fu Man hat keine guten Chancen, aber Kung Fu Girl ist besser. Voll. Boah, die kämpft aber gut, aber jetzt muss sie doch den Kürzeren ziehen. Ein Konter. Hat sie kurz rausgehauen, aber jetzt hat sie es erwischt. Zweite Runde. Das Kung Fu Team hat leider keine Chance. K.O. Schon ist das Team besiegt. Ich würde sagen, ein Team machen wir noch, gegen das das Team antritt. Und zwar Team SNG4. Nämlich Bob und Fishy. Die finalen Challenger für diesen Part. Los geht's. Ja, aber die beiden sollte man überhaupt nicht unterschätzen von einem Fishy. Bob ist ja eher ein Gag-Charakter, aber trotzdem, die sind nicht schlecht. Aber Fishy ist jetzt schon K.O. Mario macht kurz einen Prozess mit ihm. Ich spiele ja auch mal eine Folge für SG4. Versuchen ihr Bestes, die beiden, aber die ziehen den Kürzeren gegen Mario. Und gegen Wanda, natürlich. Wow! Das war die Nuke! Das war die Newcomer Bob heute. Vor Schreck. Oh Mann. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Bleibt sozial. Lasst ein Abo da und bye.